Darauf wartet ihr alle, ich weiß, aber wir warten jetzt erstmal auf einen Cannabis-Patienten, weil leider ist es ja so, dass, oder leider, zum Glück ist es so, dass die Hanfpflanze ja nicht nur zum Berauschen da ist, sondern auch ein hervorragendes Medikament. Und dafür möchte ich jetzt den Günther Weiglein auf die Bühne bitten. Günther ist aus Würzburg gekommen und ist ein Vorreiter, einer von den wenigen, die die Genehmigung für den Hanfanbau für medizinische Zwecke erhalten hat von dreien. Und dieses ist unser Freund aus Würzburg, der Günther Weiglein. Und ich mache ihm jetzt das Mikro an und dann wird er euch ein wenig erzählen, wie schwer das noch ist und weshalb das so wichtig ist. Jetzt finde ich hier den Anschalter, nicht? Ist schon an. Ist schon an. Also auf jeden Fall, weshalb das Motto der diesjährigen Hanfparade 2014 heißt, grünes Licht für Legalisierung. Und dass das lange noch nicht das Ende ist dafür, das wird uns der Günther sicherlich auch ein Stückchen weiter näher bringen. Also, Günther, dein Mikro. Ja, hallo zusammen, schönen guten Abend hier in Berlin. Ihr habt Glück, dass ich überhaupt noch hier bin. Es ist jetzt 8:30 Uhr, normalerweise eine Uhrzeit für mich, wo ich vor Schmerzen ehrlich schon nicht mehr kann, weil ich bin ja heute auch schon den ganzen Tag mit hier unterwegs gewesen und werde jetzt dann auch im Anschluss an die paar Minuten, die ich jetzt heute noch zu euch spreche, eben mich auch hier dann wegmachen und zur Ruhe begeben, weil ich bin ziemlich durch. Allerdings möchte ich die Gemeinde hier jetzt schon noch auf Stand bringen bezüglich des Urteils, das wir jetzt hier am 22. Juli hatten, wo drei oder angeblich drei Patienten jetzt zugesprochen wurde, dass sie anbauen dürfen. Dem ist aber nicht so. Dem ist noch lange nicht so. Zumindest habe ich habe bis heute noch keine Anbaugenehmigung in der Tasche, weil ich diese Anbaugenehmigung, wenn überhaupt, dann von derselben Behörde bekomme, wo ich auch die Genehmigung für das Apothekengras her habe. Und das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn und nicht das Verwaltungsgericht in Köln. Ein Richter in Köln hat jetzt, wie gesagt, am 22. Juli geurteilt, bei drei von fünf Patienten, dass bei denen die Voraussetzungen gegeben wären, um sich ihr Medizinalhanf zu Hause in ihrer Wohnung anzubauen. Und ich bin eben einer davon. Aber wie gesagt, die Genehmigung habe ich bis heute noch nicht. Und ich warte darauf, wie jetzt das BfArM in den nächsten Wochen reagieren wird. Das heißt, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn hat jetzt noch 3 Wochen Zeit etwa, um zum Beispiel in Berufung zu gehen gegen dieses Urteil. Ich persönlich warte vielleicht sogar noch auf einen Brief von meiner Krankenkasse, in dem mir mitgeteilt wird, dass ich jetzt vielleicht demnächst das Betrokan-Gras aus der Apotheke beziehen darf und es von der Kasse bezahlt wird. Wir sind dann immer noch keinen Schritt weiter. Was ich will, was ich für mich will und was ich möchte, dass jeder hier draußen darf, ist, sich mit Hanf zu versorgen in der Menge, die er eben benötigt. Ich selbst habe einen aktuellen Tagesbedarf, falls ich mir nicht mehr leisten könnte, von etwa 2 Gramm. Ich kann die mir nie und nimmer aus der Apotheke leisten. Wir haben es hier mit 30 Euro am Tag zu tun. Oder würde ich mir komplett meinen Medizinalhanf aus der Apotheke besorgen, kämen dann monatlich auf mich etwa 900 Euro zu. Was soll das? Wir haben es hier mit einer Pflanze zu tun und nicht mit irgendeinem Gift oder sonst was, sondern mit einer Pflanze, die man sich gut und gerne zu Hause hochziehen kann. Ich bin jetzt aber auch nicht von einer, der sagt, Hanf hilft mit Sicherheit nicht jedem. Demjenigen, dem Hanf nichts bringt, der lässt automatisch meiner Meinung nach die Finger davon und rührt das Zeug nicht an. Derjenige, der seinen Nutzen von dieser Medizinalhanfpflanze hat, sollte sie aber auch gefälligst gebrauchen dürfen und nicht ständig damit verfolgt werden.
Wie gesagt, was jetzt die nächsten Wochen bringen werden, warte ich selbst darauf. Das BfArM dieses Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn ist jetzt am Zuge mit einer Antwort. Diese Antwort werde ich in den nächsten Wochen erhalten und euch dann auch selbstverständlich über den weiteren Fortgang auf dem Laufenden halten. Ich danke euch. Herzlichen Dank, Günther, dass du so lange ausgehalten hast und uns ein wenig Einblick in deinen Alltag, in deinen Schmerzalltag und das unter Hilfe mit Cannabis eben halt zu bewältigen wäre, gebracht hast.